lauf, 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 Mann! Oh. Shit, shit. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir wissen, wo der Sean vielleicht sein könnte. Ethan anrufen. Ich weiß, wo Sean ist. Ich muss es Ethan sagen. Nein, bestätigen. Ah, super. Geht nicht ran. Ganz große Klasse. Jaden weiß, glaube ich, eh schon, wo er hinfährt oder hin muss. Zumindest hat er eine ziemlich heiße Spur gehabt. Also Vollgas. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir richtig lagen. Dass der Typ uns nicht an der Nase herumgeführt hat und dass alle irgendwo am Arsch der Welt landen, wo wir nichts finden. Das ist Sean. Die Frage ist nur, ob er... lebt. Okay, das ist Ethan mit dem Taxi. Haben wir doch schon mal gesehen. Ich suche schon seit lange. Oh nein. Lange Zeit, Ethan. Suche nach einem Vater, der es schafft, zu tun, was meiner nicht konnte. Sich selbst zu opfern, um seinen Sohn zu retten. Oh, dein Vater hat sich selbst geopfert. Dein Vater war ein Suchtalter Knallkorb. Bastard. Und dann dachte ich an sie. Er stand da. Er stand da. Um einen Vater zu finden, der seinen Sohn rettet. Nur für einen Vater! Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein? Glauben Sie es? Die Opfer haben genauso gelitten wie ich. Ach ja, wenn man selber leiden muss, dann müssen es andere auch. Jetzt will ich meinen Sohn zurück. Er ist dort. Sie müssen nur das Gitter öffnen, Ethan. Wie wär's mal mit ein bisschen Hilfe, du verdammter Penner? Der uns jetzt abknallt. Okay. Ich würde sagen, das war Rettung in letzter Sekunde. Schon auf damit! Oh, verdammt. Scheiße. Ich hole dich hier raus, Sean. Ja, erstmal müssen wir was finden, um irgendwie dieses Schloss aufzukriegen. Eine Stange. Es gibt Gas. Ja. Pass auf. Nein. Jawohl. Jetzt hoch damit. Komm. Oh Gott. Ja. Hoch damit. Oh Gott, mir fallen die Arme ab. Scheiße! Komm schon! Boah! Oh, mein Arm, ey! Heidewitzka, komm jetzt! Boah! Ja,
ja wissen wollt, was Schmerzen sind, dann öffnet mal diese Gittertür. Scheiße. Okay. Wo ist der Kerl denn? Wahrscheinlich kommt er wieder von hinten, oder? Das war ja fast klar. Oh Gott. Jetzt war's voll verpennt. Nein! Scheiße, da konnte ich jetzt aber irgendwie nichts dagegen machen. Wow. Da ist. Oh, mein Handgelenke. Das ist so übel, das. Die Controller. Scheiße! Du hast zu viel gelabert, ey. Nein! Das ist so übel, den Controller so nach rechts zu drehen. Hier ist mein Gefühl, dass mir das Gelenk aus dem Arm springt. Auf Position. Zielperson ist bewaffnet und gefährlich. Der Befehl lautet: Schießen ohne Warnung. Scheiße. Ich wiederhole: Schießen ohne Warnung. Ash, Scharfschützen bereit? Ja, Lieutenant. Warten aufs Kommando. Perfekt. Diesmal kriegen wir ihn. Wir erledigen ihn, sobald er seine hässliche Fresse zeigt. Die einzige hässliche Fresse, die ich hier sehe, hast du. Hey! Sie da! Was machen Sie? Scheiße. Lieutenant, ich bin Madison Page, ich bin Journalistin. Ich kann beweisen, dass Mars unschuldig ist. Er ist nicht der Origami-Killer. Ash, was will die Journalistin hier? Es sollten doch alle das Maul halten. Bring sie weg, sie steht im Weg rum. Okay, Lieutenant. Na los, kommt. Sie machen einen Riesenfehler, Lieutenant. Ich kann Ethan Mars Unschuld beweisen. Nein! Oh Gott. Ah, ich hab die richtigen Tasten gedrückt. Steckt man echt mitten drin. Oh, der hat gesessen. Oh Mann, ey. Ich brauche echt mal eine Pause. Ah, es geht pausenlos weiter. Okay, hoffentlich hat sich unsere ganze Anstrengung gelohnt. Atme! Du musst atmen! Diese roten Augen sind eigentlich kein gutes Zeichen. Scheiße. Komm. Nochmal. Nochmal. Scheiße, nein! Das kann doch nicht wahr sein. Los, komm jetzt, mach wieder auf, ey. Bleib bei mir. Scheiße. Fuck. Fuck. Schon. Nein! Scheiße!